die Reiterei hier. Ein weiterer Turm nach hier hin. Und ein weiterer Turm nach dahin. Möglichst einen guten Überblick da reinbekommen und vielleicht sogar den Leuten ein bisschen was antun. Wie sie es verdient haben. Ja. Super, ihr habt ihn gefunden. Den alten Ingenieur Pirscher Birke. Aber was treiben er und seine Frau Erna hier so, so weit abseits ist vom Dorf? Du das gut. Erna, die Schuld in die Schuhe schieben. Sag mal. Erna Schabulke, kannst du dich da nicht benehmen? Wir haben hohen Besuch. Noch nicht gemerkt? Alter. Oh. Was kotzt du so? Wieso ich? Du willst doch andauernd Bohnensuppe. Ach Gott. Ihr versteht, warum beim Rätsel vorhin mein erster Gedanke war, geht's irgendwie wieder um Scheiße. Das war irgendwie direkt mein erster Reflex. Wir können natürlich nicht skippen. Hallo, oh, Verzeihung, darf ich mal stören? Oh, das ist ja nicht zu ertragen. Ich glaube, ich gehe kaputt. Das haut ja den stärksten Krieger um. Pirscher Birke, der Vater vom toxischen Gas und chemischer Kriegsführung. Seine dunkle Kreation wurde offengelegt. Über das Niemandsland fliegt es. Der giftige Albtraum. Ein tödlicher Nebel auf dem Schlachtfeld. Ach super, ein Wunder, dass die Schafe noch leben. Pirscher Birke, dass es die Hose aushält. Wie schafft ihr beiden das bloß? Du sollst mal donnerstags kommen. Dann ist der Teufel los. Wir Schaumburg, es treffen uns regelmäßig. Jeden Donnerstagnachmittag im Gleichgesinnten zum Bohnensuppenessen unterm Sofa. Ich glaube, heute ist wieder so ein Tag. Siehst du? Die Leute kommen schon. Nein, 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 eure Familie wird depopuliert. Absolut nicht. Das wird nicht zugelassen. Warum das denn? Ja, hast du nie davon gehört? Dort werden Informationen ausgetauscht und außerdem wird es dort gemütlich. Ja, bist du nicht deswegen hier? Warum bist du denn hier? Was willst du überhaupt von mir? Stall. Euer Bürgermeister Pewe hat mir eine Reiterei versprochen und du als ehemaliger Ingenieur sollst den Ausbildplan dazu haben. Ja, den hatte ich mal. Den hat man Olle jetzt. Den wird sie auch nicht so weit ohne weiteres rausrücken. Du musst schon was rüberwachsen lassen. Man Olle hat hohe Ansprüche. Ja, und man kratzt sie rum. Ich will dies haben, ich will das haben. Die können halt sie nie vollkriegen. Gib mir 10.000 Gold, 5.000 Holz und 5.000 Lehm. Dann gibt sie bestimmt den Ausbauplan zur Reiterei. Man muss aber erstmal freiholzen. Ist total zugewachsen. Was? Dafür kann ich mir 10 Reitereien bauen, du Halsabschneider. Hey, es nützt ja nicht. Die Pläne habe ich. Dann rück schon die Kohlen raus. Verspricht die alte Anschlussburg. Die will doch aber immer mehr. Hier. Ja, natürlich. Euch gehört nun die Reiterei mit im Wald. Oder auch nicht. Schlagt auf jeden Fall erstmal Schabulkes. Von Schabulkes. Schlagt auf jeden Fall erstmal von Schabulkes aus breite Schneise. Ach, von Schabulkes aus eine breite Schneise zur Reiterei und holzt sie frei. Ist in Ordnung. So. Von den Schabulkes aus müssen wir das da durch. Von hier? Nicht von hier? Von hier? Ja. Oh. Das Gebäude ist ausgebaut. Ausbau fertig. Das greift ja unsere Holzreserven rein. Fertig, Burg! Meister. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Ausbau vollbracht. Also diese 5000 Holz, die tat sich schon mal weh. Das Gebäude ist nun ausgebaut.
Achso, der Bauer ist schon wieder unterwegs. Senkt die Steuern. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Was will das Handy eigentlich die ganze Zeit von mir? Okay, geh mal auf die andere Seite. Hör auf, unter dem Mikrofon zu liegen. Eure Priester haben ihre Gebete noch nicht beendet. Aber gern. So. Burg. Gruppe 7. Zahltag. Kommt hierher. Kein Problem. Sicher das. Ja. Eure Siedler werden gesegnet. Ausbau abgeschlossen. Ja. Können wir mit Eric kurz mal Ari abholen gehen? Die Frage. So soll es sein. Oder wartet ihr jetzt da Ewigkeiten? Aber die Strecke ist ja nicht so lang. Die Strecke von hier geht ja. Ist ja in Ordnung alles. Ja. Natürlich. Ausbau fertig. Ausbau fertig. So. Das Tor hier ist... Also diese ganzen Durchgänge, die überall existieren, aber niemals aufgehen, sind die größte Frechheit auf Erden. Ich tue mein Bestes. Und dass wir immer noch nicht unsere Armee nachziehen dürfen, ist noch frecher. Ach, das Tor ist offen. Seid unbesorgt, das kann ich. Oh Gott, das Tor ist offen. Neu formieren. Ja. Wann hat sie das geöffnet? Wahrscheinlich ab dem Punkt, wo wir aus Friesland irgendwie reingekommen sind oder so. Aber unsere Armee ist frei. Endlich. Ich würde ungern 5-Sterne-Trupps aber letzten Schützen einfach aufgeben. Ich würde aber sagen, wir brauchen nicht mehr so viele Trupps. Wir können hier einfach 3 entlassen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Da kommen wir auf 12. Nee, wir können hier nochmal 3 weiter entlassen. Wir hätten hier nämlich auch mal 9 stehen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wir brauchen halt, wie gesagt, nicht so viele Truppen. 12 Trupps werden reichen. Mehr als das, unsere Armee wird sich einfach nur selbst umbringen. Wie ihr befehlt. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester, wie ihr wünscht. Und die hacken sich dann hier rein. Na gut. Und wir ziehen einfach weiter in einen vernünftigen Belagerungsring um die Schwedenfestung hier oben. Sofort. So, wir können dafür eventuell mehr Scharfschützen mitbringen. Oder neue Infanterie ausheben oder mehr Reiter ausbilden. All derartige Dinge sind jetzt möglich. Wir könnten auch die ganzen Eisenkanonen durch Belagungskanonen ersetzen. Aber nein, das wird eine Weile dauern, die ganzen zu bauen. In Ordnung. Ja, Herr, wie ihr befehlt. Und die Eisenkanonen erfüllen ihren Zweck. Sofort. Die werden einfach löschen. Dafür sind wir. Und sogar sehr effektiv, weil die schnell schießen können. Ja, Milord. Sicher das. Wird gemacht. Und wenn die Kanonen jetzt zerstört werden, dann ersetzen wir sie Stück für Stück. Als erstes ist es wichtig, dass wir auf 12 Trupps Reiter hochkommen, die wir auch voll auffrischen können. Und vielleicht gehen wir auf 12 Trupps Scharfschützen hoch. Das werden wir dann aber sehen. Sofort. Das Gebäude ist ausgebaut. Die Sache ist, dass der Kampf... Ich glaube, dass wir durch zu viel ankämpfen müssen hier oben. Wir behalten hier die Kapazitäten nachzurekrutieren, wenn nötig. Ja. Ah,
Aber das sparen wir uns bis dahin. Natürlich. Dieser Baum kann weg, dann kann hier noch ein Turm hin. Das Gebäude ist ausgebaut. Natürlich. Schön brav fokussiert weiter in diese Richtung holzen. Ausbau fertig. Natürlich. Fertig, Meister. Okay. Wir sind hier. Ja, ja. Ja, mein Herr. Nein. Dafür sind wir genau die Richtigen. Kommt in die Stadt. Jawohl. Da sind Veteranen. Na, was tut ihr da? Absolut nicht, Leute. Muss ich euch wirklich an der Hand nehmen. Ja, Herr. Wir haben halt so schöne 5 Sterne. 5 Sterne sind echt viel wert bei erbelästigten Schützen. Der zusätzliche Schaden, besonders die zusätzliche Reichweite und Regeneration. Darauf kann man nicht wirklich verzichten, wenn man es zur Hand hat. Außer es gibt wirklich keinen anderen Weg und dann tut's immer weh. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ah, gut. Zahltag. Jetzt ist wirklich eine Frage, bis sie freigerodet ist. Was wird eine Weile dauern? In der Zwischenzeit können wir effektiv nichts machen, als warten, bis unsere Truppen ankommen. Nein, kein Zusatzturm möglich an der Stelle. Wenn's denn sein muss. Wenn wir übrigens vor die Wahl gestellt werden, ob wir uns mit den Schweden zusammenschließen oder die Seiten wechseln und vielleicht dann hier hinten Österreich niederbrennen. Wir werden sowas von die Schweden zusammenschlagen, das ist mir so egal. Bei der Gelegenheit können wir aber hier noch ein bisschen vorsichern. Natürlich. Na gut. Denn ich habe jetzt wirklich nicht. Es ist so eine Sache. Die haben uns so viel Ärger entgegengeschmissen. Die sterben. Abgesehen davon. Nun. Ich habe nicht vor, die ganze Strecke wieder umzudrehen, nur um hier weiter zu kämpfen. Falls das ist, was wir machen müssen. Weil das. Die Map hat ja diese Ansage: oder verkauft ihr ihn eure Seele? Natürlich. Ja. Jupp. Ja, ist gut. Gib uns den Stall. Wir brauchen den. War ein teurer Spaß, den zu bekommen. Und dass wir keine Lager bauen dürfen, ist immer noch die größte Sache. Nicht, dass wir wirklich Platz dafür gehabt hätten. Irgendwo. Die Karte ist generell sehr geizig, was Bauplatz angeht. Jetzt haben wir hier halt ein bisschen was. Aber das bringt uns gar nichts. Die Kaserne lasse ich auch mal stehen. Natürlich. Natürlich. Jawohl, Herr. Ja, Milord. Wie ihr wünscht. Ah, bald kommen wir der Sache näher. Packt weiter in die Richtung. Natürlich. Sobald das hier freigehakt ist, versuchen wir von dieser Seite aus das Ganze frei zu roben, zu roden. Oder wir schicken die Leibis einfach hier rein und roden von innen heraus das ganze Gestrüpp hier auf diese Seite weg. Damit wir unsere Truppen direkt nachziehen können. Will ich jedes Mal hier durch diese komische Schleife hier durchgehen müssen. Die sowieso noch ein enger Gang ist. Ziemlich unhilfreich fürs Nachrekrutieren. Sofort. Dürfen die Leibis das oder werden direkt wieder ermordet? Ja,
Können wir dürfen sie mal. Das ist Wucher. Der Bau kommt ja aber immer noch nicht drüber. Warum bleibt das? Weswegen? Warum dürfen wir nicht unsere Truppen von hier aus einfach weiterziehen? Also diese Sache hier, für die habe ich kein Verständnis. So gar keines. Eine Blockade beanfangen, damit man auf das Gimmick gezwungen wird, von mir aus. Aber alles danach ist einfach nur unnötig. Das wurde einfach nur nicht entfernt. Ausbau fertig. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Nein. Dahin. Ja, jawohl, Herr. So soll es sein. Genau, hier. Schön diese Bäume loswerden. Sofort. Ich möchte halt auch einen Blick auf das Gebiet hier hinten werfen können. Und diesen Blick bauen wir auch aus, weil das eine Brücke ist. Brücken werden von Natur aus einfach befestigt. Ja. Das ist, wie es halt funktionieren muss. Nichts lieber als das. Aber gern. Ich glaube nicht, dass Österreich eine Sache ist. Aber die hier wollen sich theoretisch selbst ausbauen, haben diesbezüglich aber noch gar nichts getan. Vielleicht können sie ihre Ausbauorder nicht starten, weil wir das Stadtzentrum kontrollieren. Wenn ja, Pech. Mir egal, wir brauchten das. Ich hoffe wirklich, dass die Karte nicht komplett... Ja, wir kommen jetzt rein. Ja. Okay, hört auf, von hier zu schneisen. Schneist ja. Von da. Ja. Wer hat euch zu mir geschickt? Das ist bloß nicht die alte Erna Schabulke. Nein, Erna Schabulke hat mich nicht geschickt. Ich habe von Erna Schabulke die Reiterei für viel Gold, Holz und Lehm erworben. Diese Reiterei gehört nun mir. Ach ja, schaut mal genau hin. Wir werden feststellen, dass ihr euch immer noch nicht gehört. Die alte Naschabucke hat euch übers Ohr gehauen. Ganz genau wie mich. Wir beide sind auf dieses Luder reingefallen. Was ist hier eigentlich los? Die verschaukeln uns beide. Was ist dir mit der Naschabucke widerfahren? Sie hat mir früher viel Gold in lauen Sommernächten. Sie hat mir für viel Gold in lauen Sommernächten den Himmel auf Erden versprochen. Dann hat sie mein Gold genommen und sich nie wieder blicken lassen. Einst das beobachtete ich Naschabucke, wie ihr bei einem geheimen Treffen im Wald vom Schweizer Bankern viel Gold für ihren ruchlosen Lebenswandel übergeben wurde. Ich wusste es doch. Sie hielt Pläne in der Hand, die sie in eine Truhe irgendwo unter dem bestimmten Baum versteckte. Ich genau weiß nicht mehr. Ist schon zu lange her. Vermutlich auch Pläne dabei, die ihr für die Reiterei braucht. Irgendwo unter einem bestimmten Baum. Na, danke. Die alte Erna Schabulke macht mich fertig. Können wir sie endlich töten? Wie ihr wollt, ja. Wenn's denn sein muss. Du, okay, bringt die Scharfschützen mit. Wir schießen sie jetzt. Wie ihr wünscht, so soll es sein. Macht ihr inzwischen den Platz schon mal frei. Ich wusste doch, dass sie mit irgendwie, dass sie ins Würfel aus der Tasche zieht. Und die Banker füttern wahrscheinlich die Schweden. So soll es sein. Natürlich. So, Erna Schabulke, es reicht. Nun bist du fällig. Bevor ich dich ins Jenseits schicke, sagst du mir, wo du die Truhe mit dem Plan für die Reiterei im Wald versteckt hast. Ich bin nicht verrückt, nur meine Leiche. Ja, ja. Ja, ja, gib dem Luder ordentlich Puder. Immer drauf das olle Luder. Erna Schabulke, das Luder hat die Pläne zur Reiterei im Wald versteckt. Wenn ihr eine Reiterei haben wollt und die Zahlung an Erna Schabulke nicht vergebens gewesen sein soll, müsst ihr nach der Truhe im Wald suchen. Tötet sie. Tötet sie. Stellt sie an die Wand. Exekutiert sie. Los, 54 Gewehre, drauf da. Irgendwo im Wald. Irgendwo im Wald? Ja, ja, hau drauf. Gib ihm nur da ordentlich Puder, immer drauf auf das Luder. Ja, ich weiß, er schießt sie. Einer eurer Helden wird angegriffen. So, 54 Gewehre regeln das. Jawohl. Irgendwo im Wald, unter einem bestimmten Baum. Welcher Wald? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt.
Müssen wir schon wieder das ganze verdammte Land roden nach einer verdammten Kiste? Finden wir dann gleich wieder 40 verschiedene Kisten, die alle wertlos sind? In einer Schambuckes Truhe befindet sich tatsächlich die Pläne zur Reiterei. Wenn ihr die Truhe findet, gehört euch die Reiterei und ihr könnt sie ausbauen. Wer weiß, was für Pläne einer Schambuke in der Truhe hat, noch versteckt hat. Die Suche lohnt sich also. Na dann, gut Holz. Alter. Ja. Natürlich, natürlich. In diesem Wald vielleicht? In welchem Wald? Sollen wir die ganze Karte leer roden? Ist das, was der Plan ist? Ich sehe auch nirgendwo einen Baum, der ansatzweise markant wäre in einem Wald. Ich sehe die Bäume vor lauter Wald nicht mehr. Welchen weiß ich nicht mehr? Könnt ihr nicht einen... Alter. Oh. Diese Map, liebe Gemeinde. Diese Map. Aber gern. Kein Problem. Aber gern. Im Wald. Danke. Danke für diesen unglaublich hilfreichen Tipp. Es gibt ja nur so drei Bäume auf der Karte, nicht wahr? Da war's, oder? Ausbau abgeschlossen. War's da? Ausbau fertig. Keine Chance zu sehen. Keine Schnitte. Ausbau fertig. Hier unten doch wieder, oder? Hier kommt man gar nicht hin. Guck mal dahin. Ja, Milord. Wie ihr wollt. Wie ihr nee, hier kommt man gar nicht hin. Hier sind ja. Ja, natürlich. Würde mich trotzdem nicht überraschen. Fertig. Ja, natürlich. Euer Wunsch ist mir Befehl. Sicherat. Nichts lieber als das. Wisst ihr, ein Teil von mir denkt sich, jo, wirklich, ich geh jetzt einfach irgendwo einkaufen, während wir die ganze verdammte Karte roden. Ich muss meinen Kühlschrank noch auftauen. Kein Problem. Das Gefrierfach ist einfach mit viel zu viel Eis schon dazu geeist. Lass uns das denn nebenbei machen. Einfach die Leute roden lassen und dann, Ausbau abgeschlossen. Dann läuft das. Wir können für die Zeit wahrscheinlich am besten normalisieren, damit die Leute nicht wegrennen. Da kriegen wir plus 10. Das Gebäude ist ausgebaut. Denn... Sofort. Das könnte einfach überall sein. Zahltag. Ich glaube nicht, dass man so höflich wäre, so auf diesen Wald hier zu fokussieren. Aber selbst wenn, wird das Ewigkeiten dauern, bis er komplett weg ist. Wir müssten viel mehr Leibis holen dafür. Die Priester sind noch nicht so weit. Moment übrigens. Wir haben nur eine Bank. Was will die machen? Die Schatzmeister müssen jedes Mal bis zur Burg runterlaufen. Diese ganze Strecke hier müssen die jedes Mal laufen, wenn die was Neues abholen wollen. Gruppe 7 nimmt die einfach mal mit auf. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der Dachchef kommt ja. Also ja, wisst ihr was? Ich habe auch andere Dinge an diesem Tag zu tun. Ich speichere hier und lege hier eine Rodungspause ein. Hau die Videos gleich mal zum Rendern. Und dann lassen wir nebenbei einfach den ganzen Spaß hier durchgerodet werden.
Und dann schauen wir einfach mal. Den Segen durch die Priester. Mit unserem plus 10 Gold, die wir die ganze Zeit kriegen. Vielleicht müssen wir ein paar weitere Gebäude bauen irgendwo. Aber wir können kein Lager bauen, also was will ich damit? Außerdem haben wir 221.000 Taler. Wir könnten hier eine Mine hinsetzen. Klar, das ginge. Erst 20 Jahre dauern. Insofern, ja, wir gehen kurz mal hier raus. Denn ich muss die Aufnahme zunächst mal schneiden und rendern. So, 426 Soldaten hatten wir zur Höchstzeit. Die haben wir dann wegentlassen, nachdem wir die Aufgabe erfüllt hatten. Sind auf 188 im Moment. Die Motivation, die Leibis, sind wir auf 40. Die Arbeiter, Lehm, Eisen, Taler, Stein, Refel und Holz. Holz arbeiten wir zum Glück wieder hoch. 50 Gebäude zerstört, noch keines verloren. 3142 Leute erledigt, 613 verloren. Und in der nächsten Folge sind die Wälder nicht mehr da. Bis dahin allerdings bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen viel Spaß und Cheerio.